Ich habe mich jetzt schon mal angezogen, wie ihr wisst. Ist so das typische Hardcore-Outfit, nicht so mein Outfit. Ich habe mich noch nicht fertig gemacht. Das wird jetzt gleich gemacht. Meine Haare, die sehen auch ganz grausam aus. Keine Ahnung, was da passiert ist über Nacht. Ich freue mich heute richtig. Wie man hört, ist meine Vorbereitung hier richtig Hardcore-lastig. Ja, ich bin halt eher so am Morgen eingestellt. Dass hier kein Schlager läuft, ist eigentlich alles. Ich muss mir jetzt erstmal was zu essen machen, weil ich verhungere. Dann bin ich mal gespannt, wie viele Wutausbrüche ich jetzt benötige, bis ich meine Wimpern geklebt habe. Also ich würde behaupten, mindestens 3. Bestenfalls 5. Und dass es sofort klappt, 0 Chance. Mm-mm, gar nicht. Mm-mm. Ich bin zumindest schon mal fertig geschminkt. Ich hatte auch nur einen Nervenzusammenbruch wegen meinen Wimpern. Schon eine gute Quote, ne? Was ich euch gesagt haben wollte. Ich wurde letztens gefragt, ob ich gar keine Busse mehr begleite. Und die Tatsache ist, ich bin ja trotzdem an Bord. Also ich bin trotzdem ja an den Abfahrtsorten, wo ich sonst den Bus begleiten würde am Start. Sprich, jetzt würde ich ja zum Beispiel aus Essen den Bus machen. Ich muss auch sagen, ich vermisse das so ein bisschen, die Leute anzuschreien und zu sagen, alles einsteigen, ihr hört alle auf mich, egal wie groß ich bin. Aber ich bin ja trotzdem da und ich greife auch immer den anderen Busbegleiterinnen unter die Arme und helfe denen ein bisschen. Also ihr verliert mich ja jetzt nicht als Busbegleiterin, sondern ich bin auch ein Zusatz. Plus 1 habt ihr jetzt sogar noch. Demnach ist ja egal. So, die nächste Sache wäre, wir wollen jetzt mal hier so ein kleines, so einen ganz kleinen Anhaltspunkt machen, wo, was wünscht ihr euch für die nächsten Vlogs, was ich machen könnte, fragen könnte, filmen könnte? Habt ihr da irgendwelche bestimmten Wünsche, Vorlieben, bla bla bla? Soll ich einen Handstand machen, einen Flickflack nach hinten, keine Ahnung? Mir den Arm brechen mal wieder, wie auf der Dezibel 2023. Kurze Schweigesekunde. Ich will kurz betont haben, ich bin trotzdem 4 Tage mit einem gebrochenen Handgelenk rumgelaufen. War geil, war richtig. Ja. Schreibt es in die Kommentare. Keine Ahnung, lasst mir eine Nachricht zukommen. Ich versuche das ein bisschen zu beherzigen. Realistische Sachen, ne? Zuschauer schlagen ist keine Option. Okay, ich muss mir jetzt das Handy machen. Ich bin ein bisschen spät dran. Wie findet ihr meinen wunderschönen Rucksack? Nice, oder? Ja, dann versuchen wir mal wieder den richtigen Winkel zu treffen, dass ich mich auch aufnehme. So, ich stehe wieder hinter meiner Lieblingswerbereklame und verstecke mich hier ein bisschen. Ich habe schon den ersten Zug verpasst. Aber zum Glück habe ich das so eingeplant, dass ich den anderen nehme und dann immer noch 15 Minuten eher da bin am Abfahrtsort, als ich sein sollte. So. Wir spielen heute ein Spielchen. Wer am Ende des Videos sagen kann, wie oft ich oder mache, hat gewonnen, okay? Ich bin gespannt. Mach ich ein Video? Ich mach ein Video. Vor allem muss ich auch sagen, ich habe nur 6 Stunden geschlafen, was für mich verdammt wenig ist. Ich habe auch das Gefühl, meine Wimper hängt ja auf 7:30. Sehe ich aus wie so ein Fletschauge? Ich weiß es nicht. Aber ich bin relativ fit. Ich hätte vielleicht nicht eine Winterjacke anziehen sollen. Ich dachte, vielleicht friere ich. War eine Fehlanzeige, ja. Egal. Ich hätte auf Alexa hören sollen. Die hat aber gesagt, es regnet. Wie es aussieht, regnet es gar nicht, wie ihr sehen könnt. Sekunde. Regnet nicht. Sieht irgendwie auch gar nicht nach Regen aus. Egal. Vertraut man einmal einer Frau, ich sage es euch. So, Leute. Let's get ready to party. Wir machen jetzt eine Pause. Ich bin mal gespannt. Ne? So, und die Anlage darf natürlich auch nicht fehlen. Du bist heute unsere Busbegleitung. Ja. Dann wie viele Mal bist du heute eine Busbegleitung? Das 5. Mal. Wie kam es dazu, dass du dich entschieden hast, bei Hartus zu arbeiten? Ich habe halt gelesen, dass sie noch Busbegleiter suchen, weil ich super extrovertiert bin, gern mit Menschen rede und gern zu Festivals gehe, dachte ich, das ist es. Auf welchen Stages sieht man dich heute? Auf der Mainstage und bei der Rave Zone auf jeden Fall. Ja, das war's doch schon. Was hat dich dazu gebracht, mit Hartus zu fahren? Welche Gründe bringen dich dazu, nicht mit dem Auto zu fahren oder mit dem Zug? Wir fahren immer mit Hartus. Und wie kam es dazu? Ja, wir sind am Trinken und am Party machen und bietet sich das ja an, mit Hartus zu fahren. Und welche Musik hörst du so?
Helene Fischer. Atemlos. Also ich bin so eher für Terror, Suizidcore. Und ich werde mich heute so aus den Löchern schießen, dass ich morgen gar nicht mehr weiß, wie ich heiße. Und also hoffen wir mal, dass er wieder heile am Bus ankommen wird. Ne? Dankeschön. Also, wie findest du Hartus? Hartus ist gut. Kann man schön reisen. Beste Leute. Geht ab. Auf welchen Stages sieht man dich heute? Ravezone, definitiv. Ravezone? Deine wievielte Harmony of Hardcore ist es heute? Die dritte jetzt. Die dritte. Ich weiß gar nicht, wievielte es bei mir ist. Ich glaube, die fünfte. Ja. Und was würdest du Leuten empfehlen, warum sie Hartus fahren könnten? Ja, man hat keine Kopfschmerzen mit irgendwie hin und zurückkommen. Man fährt, geile Leute da, Stimmung, passt alles. Perfekt. Okay, danke. So Leute, ich glaube, ich bin noch nicht so ganz auf der Höhe. Oh, und ich habe ein bisschen Angst, am Ende auszusehen wie so ein Rollbraten. Weil wenn das jetzt Sonnenbrand gibt und ich krieg voll schnell Sonnenbrand, bin ich echt am Arsch. Naja, ich lass mich mal überraschen, ne? Ja Leute, ich habe das Wichtigste hier im Bus einfach vergessen. Oh, mein Bier. Mein Bier. So. Tschüpp, tschüpp, tschüpp. Oh. So, dann fragen wir heute mal eine ganz besondere Person bezüglich der Busfahrt. Und zwar den Busfahrer. So, der Busfahrer. Die Frage ist, fährst du öfter für Hartus? Selbstverständlich nicht. Ist es hier heute ein Kulturschock mit der Musik und all den Leuten? Ja, also ich werde sterben heute. Also wenn diese Box geht nicht auf, dann garantiere ich nicht, dass wir am Ende der Fahrt also ganz vernünftige Busfahrer haben. Also ich glaube auf jeden Fall, er wird heute mit Kopfschmerzen schlafen gehen. Wie sieht's da aus? Ich garantiere gar nichts. Also heute werden wir bestimmt eine Wanderfahrt machen mit Wandermusik. Ja, die Wandermusik läuft schon, wie ihr hören könnt. Dankeschön. Wie viel Durst haben diese Menschen? Ein bisschen. Okay, warte, ich muss mein Mikrofon halten. Weg von meiner Tüte. So, wie findest du Hartus? Hartus ist das Beste seit meiner Kindheit, da bin ich immer damit gefahren. Und es ist genau mein Geschmack, wenn ich auf Festivals fahre. Seit seiner Kindheit, also ungefähr seit gestern, ne? Deine wievielte Fahrt ist es heute mit Hartus? Oh, das könnte... Also ich habe keine Zahl dafür. Er hat heute Geburtstag, der 16. geboren. Ach so! Oh, endlich, ja. Mit Hartus kann man übrigens auch schon mit 16 fahren, wenn man einen Mutti-Zettel hat, nur mal so informiert, ne? Spaß, neue nette Leute kennenlernen und das Ambiente ist super. Okay, und warum trinkst du kein Bier, sondern Kaffee? Das ist nur ein bisschen zum Wachwerden, dann geht's wieder auf Bier. Okay, gute Einstellung, perfekt. So, wunderschön. So, meine lieben Leute, ich gehe mal in die Mitte. Ja, sicher. Kannst du ein Stück näher kommen? So, wie findet ihr Hartus? Gut, auf jeden Fall. Ja, und warum? Es war meine erste Fahrt, aber bis jetzt ist die Stimmung schon sehr gut. Und ja, ist immer Party dabei. Was hörst du? Uptempo, Hardcore und Raw. Okay, dann hoffe ich mal, dass wir dich später wieder am Bus treffen, ne? Dankeschön. Danke. So, ich bin voll eingeölt vom Sonnencreme. So, Leute, Gruppenfoto! Du hast gesagt, ich soll sie anschreien, ja? Einmal aufstellen! Los! Ab, ab! Klappt immer wieder, ne? Ich liebe es, die Leute anzuschreien. Juhu! Oh ja, OnlyFans-Content, OnlyFans-Content! Oh ja! Ja, Leute, einmal hier bitte! Aufstellen, Gruppenfoto! Diese pure Motivation, ne? Ihr seid unglaublich, ne? Leute, Gruppenfoto! Oh ja, die sehen alle so süß aus, ja? Oh ja, könnt ihr mal einmal für meine Videokamera Woo machen? Woo! Nicht das schöne Bier! Ein Verein, soll es sein, soll das Ende der Welt sein.
Das ist kein Foto. Okay, let's go. Ich sitze gerade mit dem Jonas Schubert. Der fährt das erste Mal mit H-Tours und ich wollte ihn schon immer mal fragen, darf man Automatikwagen auch in einen Schalter fahren? Oh, ey, man kann ja schon fahren, auf jeden Fall, aber ich sehe das so, wenn die Wiesen grün sind, dann muss der Spaß sein, dass die Miste fallen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und eine weitere Frage, die uns unsere Zuschauer interessiert. Denken Krebs, dass Fische fliegen können? Warum ist ein Boxring ein Viereck? Ey, wo ist überhaupt mein Pepe? Oh, das ist eine gute Frage, ja? Das ist eine sehr gute Frage. Heißt der Werwolf, der Bruder von Werwolf, warum Wolf? Damit ist das Interview beendet. Lea, bist du wieder Teil meines Vlogs? Ja, klar. So, wer letztes Mal aufgepasst hat, Lea war letztes Mal mit dabei. Wir müssen den halben Marathon laufen, bis wir erstmal überhaupt am Festival ankommen. Ich habe auf dem Weg schon mindestens 6 Mal Pipi gemacht. Zum Glück immer ein Dixie auf dem Weg gewesen. Ja, here we go, noch 600 Kilometer, dann sind wir da. Kann man nicht verlieren. Drei Tage später. Wir haben jetzt Dienstag. Ich lebe wieder. Ich hatte am nächsten Tag verdammten Muskelkater und ich war auch verdammt heiser. Aber ich muss sagen, Harmony of Hardcore gehört für mich zu eins der besten Outdoor-Events, die ja über einen Tag gehen, weil es halt einfach so verspielt ist. Man kann da sogar Spiele spielen. Da gab es einfach Dr. Bibber. Wer ist es? Und es gab wohl auch einen Secret Stage. Keine Ahnung. Habe ich natürlich nicht gefunden. So schlau bin ich nie. Also bei mir ist es auf jeden Fall klar, nächstes Jahr bin ich wieder da, Harmony of Hardcore. Unsere Busfahrt war auf jeden Fall richtig genial. Also erstmal vorab, na, Harmony of Hardcore, bestes Festival, aber, jetzt kommt das Aber, wo die Busse halten, ne? Und nicht nur die Hardtours-Busse, sondern jegliche Busse. Du läufst 30 fucking Minuten von dem Busparkplatz bis zur Harmony of Hardcore. Aber das Gute ist bei Hardtours, die kümmern sich mal richtig gut um einen. Ich habe dann der Busbegleitung geschrieben, wo bist du? Die hat mir einen Standort geschickt, weil sie mit dem Busfahrer immer kommuniziert. Also man ist nie aufgeschmissen, aber es ist halt schon manchmal ätzend, wie das organisiert ist von dem Festival selbst. Die Busfahrt war richtig genial. Die Leute hatten richtig gute Laune auf dem Hinweg. Man hat coole Freundschaften wieder geschlossen. Freundschaften. Auf jeden Fall, die Rückfahrt war auch richtig knorke. Knorke. Knorke wie Dufte. Der Busfahrer war auch richtig genial, muss ich sagen. Der hatte auch Er war nicht begeistert von der Musik, habe ich auch aufgenommen im Interview, aber er hatte trotzdem seinen Spaß an uns sozusagen und war nicht nur abgefuckt. Also wirklich, die Busfahrt war richtig super. Ja, ich würde sagen, ich hoffe, euch hat mein Vlog gefallen. Ich geh jetzt arbeiten. Adios, amigo.